Heute schauen wir uns das Video an, 1000 Euro Hide and Seek im Jump House, welches ich gemacht habe. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass jemand geschummelt hat. Wer, wieso, weshalb und was da abging, das werden wir jetzt erfahren. Und das Video wurde gesponsert von Zuru. Mehr dazu später. Heute machen wir Hide and Seek im Superfly. Die Person gilt als gefangen, wenn ich sie berührt habe. Und wer zuletzt übrig ist, gewinnt 1000 Euro. Stellt euch bitte einmal alle vor. Ich bin Tim, hi. Ich bin Schlingel und zeig Maxi meinen Pringel. Ich bin Dima und hab hier das da. Ich bin Maxi und hab massive Blähungen. Ich bin Lars und hab Spaß. Ciao. Damit es nicht so einfach ist, es ist so krass, wie viele Leute geschrieben haben, oh mein Gott, Lars ist dabei oder hä, wie mit Lars? Es ist so cool, dass Lars mitmacht. Also wirklich alles voll damit. Ich wusste nicht, dass es so krass ist, wenn er bei einem Hide and Seek oder bei einem Video mitmacht von einem anderen YouTuber. Es muss jeder hier eine Tasche wählen, in dem kann etwas Positives oder etwas Negatives stecken. Deswegen wählt euch einer aus. Ihr habt alle 10 Minuten Zeit, euch zu verstecken, deswegen los! Let's go! Ja, dann gucken wir mal, wie die Leute sich verstecken. Die haben sehr viel versprochen. Die meinten, ich werde sie auf gar keinen Fall finden, aber ich denke, mit diesen Boxen werden sie schon verlieren. Ich weiß eh noch nicht, wo ich hingehe. Ich habe echt kein Stück Idee. Ich habe sogar was richtig, richtig Krasses gefunden. Guckt, pass auf, Leute, ich zeig's euch. Seht ihr das? Guckt euch das hier an. Da sich das 1000 Euro Preisgeld nicht von alleine finanziert, wollte Zuru mir dabei helfen. Deswegen gehen wir mal in den Fanpostraum. Das ist dieses hier. Nämlich hat Zuru mir ein paar Blaster zugeschickt. Das sind die Zuru X-Shot Insanity. Davon gibt es anscheinend 4 Stück. Und die werde ich jetzt mal aufbauen und gucken. Fangen wir zuerst an mit dem größten hier. Das ist die Motorized Rage Fire. Das soll anscheinend automatisiert sein. Bin ich sehr gespannt. Okay, das ist halt so riesig. Das kommt sogar mit einem Stativ. Und dann haben wir hier den Blaster. So, jetzt ist das da drauf. Und jetzt. Hey, wie geil ist das? Aber das Beste ist, ich zeig euch jetzt mal was. Und zwar habe ich hier einen kleineren Blaster. Das ist der X-Shot Manic. Der ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Das ist eigentlich sehr geil. Jetzt kann ich den kleinen Blaster hier an dem großen dran machen. Aber das war noch nicht alles. Nämlich gibt es natürlich noch eins. Und jetzt kann ich das hier wiederum hier an dem dran befestigen. Schaut euch das an. Ach du Jemine. Sind die schnell. Und jetzt kommt noch der letzte, passt auf. Das hier ist der X-Shot Mad Mega Barrel. Wenn ich das hier drauf mache, ist das Teil complete. So. Okay, jetzt sollten die gut rauskommen. Ja! Und jetzt habe ich hier einfach 4 Stück dran. Das ist schon sehr insane. Also, falls ihr auch daran Interesse habt, dann gibt es das in jedem Smith Toys in ganz Deutschland. Danke fürs Sponsoren vom Video. Weiter geht's. Du kannst halt hier unten. Oh mein Gott, hier geht's auch runter. Du kannst halt hier drunter gehen. Krass, okay. Ich sag dir wieder, ich würde dich, glaube ich, hier alleine lassen. Okay, ich gehe. Ich geh da runter. Mach, pass auf dich auf, okay? Danke, du auch, Mann. Ich wünsche dir das Beste, Mann. Ciao, ciao. Also das Versteck ist eigentlich strong, aber es ist mir zu unsicher. Jetzt bin ich, glaube ich, der Einzige, der noch aufgesteht. Ey, holt euch jetzt wirklich Slush-Eis? Wie machen wir das? Mach mit dem Mund einfach. Mach mit dem Mund. Hat funktioniert? Das ist auch so eklig. Ich wusste wirklich nicht, was die da gerade machen. Ich bin da in so einen Abstellraum, bin so am Zählen, 10 Minuten, und die sind da Slush-Eis einfach so am Fressen. Ja, das funktioniert aber voll, Alter. 6 Minuten ist schon echt knapp. Sollen wir noch Geburtstag feiern? Ja, bitte. Guck mal, Maxi, wir haben dir was vorbereitet. Ist das für mich? Happy Birthday. Happy Birthday to you! Vielen Dank, Leute! Was? Lieber Maxi, Happy Birthday to you! Das war auch so random, der hat gar nicht Geburtstag! Versteck mich! Ja, ich geh mich jetzt auch verstecken.
Oh, Scheiße. Ich muss auf Pipi. Moritz, kannst du mir kurz helfen? Ich schieb das jetzt zur Seite. Ja, und dann schieb ich das Geh hier so vor. Ja. Und dann kann ich hier einfach rein und du schiebst das davor. Ja, okay. Kannst du machen. Ja, ja. Ich küsse dein Herz, Bro. Okay, viel Glück. Ich glaube, mein Versteck ist am allerschlechtesten. Mein Versteck ist nämlich die Idee, dass ich hier hochgehe. Und wenn Elias kommt, kann ich mich hier oben runterhangeln. Ich gehe jetzt hier hoch. Und dann werde ich mich gleich hier festhalten. Ja, das sollte klappen. Boah, ich finde die Musik so krass hier, ne? Also ich muss sagen, das ist das erste Video, was ich nicht geschnitten habe. Ich habe jetzt zwei Cutter in Aachen, die beiden haben dieses Video geschnitten. Und ich habe das halt so, ich habe halt drüber geschaut und denen gesagt, wie es ungefähr sein soll, das Video. Ich habe auch diese Karte mitgeholfen und dann halt auch immer ein bisschen was dazu gesagt. Mein Versteck ist eigentlich ziemlich simpel und zwar habe ich vor, mich da oben in der Ecke zu verstecken. Okay, ach du Scheiße. Jetzt schreibt jemand Faker! Wo ist das jetzt Fake? Bei jedem Video, was ich von mir gucke, schreiben Leute Faker! Das ergibt gar keinen Sinn! Geh mal schon Hände waschen, Kinder. Wenn ich innerhalb einer Stunde alle gefunden habe, dann bekommt niemand die 1000 Euro, dann behalte ich die. Ach du Scheiße, ich bin nicht mehr versteckt. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt schauen wir mal. Okay, also wir sind hier in der ersten Halle. Boah, wenn da sich jemand in diesen Schaumblöcken versteckt, der wäre so ehrenlos, aber ich denke nicht. Nee, hier ist nichts. Okay, lass weiter gucken, weil hier auf jeden Fall in der Halle muss irgendjemand sein. Ich habe hier was gehört. Ist da was? Nee, kann nicht sein. Hier unten ist niemand. Okay, dann gucken wir hier mal. Hallo? Hallo? Hier ist auf jeden Fall jemand. Ich habe hier was gehört. Noch so vor einer Minute habe ich hier irgendwie noch ein Geräusch gehört. Ja, hier ist niemand. Bin ich doof? Hier war jemand. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tim hier irgendwo drüber klettert. Oh, Digga, Leute, ich krieg das nicht. Es geht einfach um 1000 Euro. Wenn ich die gewinnen sollte, ne? Ich sag euch. Ich habe noch hier ein Geburtstagsgeschenk bei einem Kumpel offen. Dann hole ich ihm das babahafteste Geschenk, das persönlichste, was man einem Geschenk einfach nur machen kann. Ist Tim noch da vorne? Ich gehe mal zu Tim. Jo, Tim, was geht ab? Alles klar, Mann. Alles kommt gut. Ich soll zu dir. Ja, hier ist voll lustig, hier kann man mehr sehen. Bro, dann komme ich zu dir. Zum Glück bin ich doch nochmal drüber gekommen. Okay, gucken wir hier weiter. Ich habe noch 55 Minuten Zeit unter der Couch. Ja. Hier ist nichts. Oh, was ist denn da? Was ist denn da oben? Da ist sowieso jemand. Ich gehe da mal hin. Hallo? Oh mein Gott, kommt. Da war niemand, da war niemand. Boah, ich bin auch so dumm, ne? Also im gesamten Video oder beim Dreh war ich so lost, weil ich so oft an Leuten vorbeigelaufen bin und es einfach nicht gesehen habe. Wir gucken weiter. Da hinten vielleicht? Digga, wie knapp war das bitte? Er war gerade die ganze Zeit über mir, Digga. Boah, das finde ich auch so einen nice Moment, einfach wie lange das laufen gelassen wurde, dass Tim so atmet. Jeder Mensch würde das rausschneiden, aber ich finde das auch super wichtig, um nochmal so kurz runterzukommen. Hä, aber wie gut haben die sich versteckt? Ich bin schon fast mit der Halle hier durch, ich habe niemanden gefunden. Jetzt müssen die eigentlich in der zweiten Halle sein, also wenn ich da niemanden finde.
Was lustig wäre, hab ich auch überlegt. Das Problem ist, unser Weg ist halt recht weit. Obwohl, nee, geht eigentlich. Pass auf. Irgendwelchen Basketball. Gehen wir vorne in die X-Area. Dann schmeißen wir über das Ding zwei Basketbälle drüber. Und dann wieder zurück. Digga, wollen wir machen? Dann muss ich aber erst das Ding hier abstellen. Ah, hier ist es dunkel. Hier könnte man sich gut verstecken. Hier ist sowas vorgestellt. Wer ist hier? Nee, hier ist auch niemand. Hä, hey, wo sind die alle? Mir läuft die Zeit davon. 45 Minuten. Ich hab niemand gefunden. Wir gehen mal ganz schnell hier hoch. Gucken mal, ob hier oben in der Cafeteria jemand ist. Da ist er. Siehst du von hier oben jemanden? Ich muss mich auf den Boden legen, dass er mich nicht sieht. Hier ist niemand. Hier ist der Blut. Warte mal. Guck, wie ich wieder dran vorbeilaufe. Den habe ich vergessen. Okay, da ist niemand drin. Hier oben ist 100% niemand. Das heißt, eigentlich müssen alle in dem Bereich irgendwo sein. Oh mein Gott, hast du ihn gesehen? Nein. Ich habe ihn gerade gesehen. Ja, da vorne. Ich komme! Wo seid ihr? Hier ist niemand. Hier ist absolut niemand. Das ist Boah, ich sehe, guck mal. So leise. Liegt es an mir oder bin ich wirklich dick geworden? Guck mal, wie fett ich hier aussehe. Hier ist niemand. Guck mal, wie dick. Ich habe einfach Bierbauch. Hier ist absolut niemand. Es ist so leise auch. Rein hier vorne. Da, das war's. Hier hat jemand einen Ball geworfen. Da oben ist jemand. Da schreibt jemand. Need to eat. Makulo! Was soll das? Beleidige mich nicht! Makulo! Komm runter! Hä? Nein, wieso? Hä? Ich kann hier nicht runter. Also er kann entweder da wegrennen mit dem Seil oder hier von unten. Ich renne nicht weg, okay? Wenn du hochkommst, renne ich nicht weg. Zeig Finger, mach Finger auseinander und dann sag's nochmal. Okay. Du hast gerade dein Bein gekreuzt. Was? Junge, was bist du für ein schneller Affe, Alter? Schnell runter! Schnell! Komm her! Ich lach mich so kaputt hier, ich weiß gar nicht warum. Weil er da, glaube ich, gefallen ist, weil er sich da gemault hat. Junge! Er ist so schnell. Guck mal, wie dick ich bin. Ich kann ja nicht mal weiter als 10 Meter laufen. Oh mein Gott. Ich wusste, dass er wegrennt. Nice Aktion. Junge, nein. Halt's mal, Alter, ich hasse dich. Hallo. Ey. Hey. Weißt du, wo die anderen sind? Nein. Du bekommst 100 Millionen Euro. Wie viel? 100 Millionen. Ich bin kein 31er. Bleib da oben, ich komm noch. Wir gucken weiter. Vielleicht sollen wir mal versuchen, leise zu sein, dass sie uns nicht hören, wenn wir angelaufen kommen. Wow! Yahoo! Lars ist so ein geiler Typ. Er ist einfach die ganze Zeit da unten und macht irgendwelche Geräusche. Wir haben insgesamt 3 Stunden gedreht und Lars ist halt die ganze Zeit da unter der Trampolinhalle und sitzt da. Und dann zwischendurch wusste der nicht, was er machen soll und macht dann halt so Yoshi-Geräusche oder andere Scheiße. Und es war so lustig, das zu sehen. Ist der doof? Hier ist niemand. Und ich habe noch 35 Minuten. Ich war direkt über ihn. Er ist wirklich hier drunter. Das ist so eklig. Elias, was ist deine Mission gerade? Okay, wir gucken hier weiter. Es können nicht mehr viele Verstecke offen sein. Das kann nicht sein. Da drin? Es ist halt voll dunkel, ne? Aber es kann sein, dass da jemand sich deswegen versteckt hat. Ich geh mal hin. Ich hasse dich, Elias! Von wo? Der ist da drin! Ich find's auch so witzig, dass er... Ich hab ja hier gehört, ne? Ich hab so gehört. Ist da jemand?
Der ist so leise, er macht so Schsch. Und ich höre jetzt, pass auf. Und anstatt leise zu sein... Ich hasse dich, Elias! ruft er meinen Namen einfach! Wie in so einem Cartoon oder so. Der ist da drin! Du kriegst mich nicht! Wie süß der das sagt. Hallo! Also ich werde ihn niemals da bekommen. Er hat halt drei Auswege, deswegen kannst du vergessen. Er weiß auch, wann ich komme und wo ich komme. Ich mach's mir gemütlich, sag, wenn du ein, zwei Leute gefangen hast, dann lass ich mich fangen oder so. Ne? Ich hasse ihn so sehr. Wir gucken weiter. Wir lassen ihn erstmal, er wird wahrscheinlich hier bleiben. Und wir machen jetzt die Ankündigung mit den Taschen. Es gibt eine Tasche, in der sind Ohrstöpsel drin. Heißt, wenn er die Tasche öffnet, muss er die Ohrstöpsel reintun und dann hört er mich nicht ankommen. Ich weiß es nicht, ob er die Tasche bekommen hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Und zwar habe ich noch niemanden gefangen. Hm? Deswegen möchte ich ganz gerne, dass ihr eure Tasche öffnet und da mal reinschaut. Ihr habt 2 Minuten Zeit und dann werde ich mich auf den Weg machen. Viel Glück. Nein. Digga, den kannst du nicht essen. Das kann ich nicht essen. Wenn du den isst, dann stirbst du. Nein, das kann ich nicht essen. Ich soll einen Hotchip essen. Ich hab den mal gegessen, ne? Ja. Ich hab den gegessen. Ich hab 1 Minute 30 ohne Eis ausgehalten und danach wurde mir schwindelig, wenn ich kein Eis im Mund hatte. Das ist so übertrieben. Wie auch spezifisch er das auch sagt. So 1 Minute 30 und dann wurde ihm schwindelig. Hä? Also ich habe das ja auch gegessen. Sogar in meinem Zweitkanal-Video habe ich das live gegessen. Und ich fand, es war okay. Den kannst du nicht essen. Ich kann das nicht essen, Digga. Boah, ich hoffe, da ist irgendwie ein Snickers oder sonst was drin, irgendwas zu essen. Und? Da. Die... Sind das Pfeifen? Erfinder der Ruhe? Oh mein Gott, das sind Ohrstöpsel. Der Brewe wirklich, dass ich Ohrstöpsel reinmache und nichts mehr höre. Warum mache ich überhaupt mit? Wenn du als Erster oder Zweiter gefunden wirst, bekommst du einen zweiten Versuch. Bam, Junge. Lars, so lucky, ne? Der ist da die ganze Zeit unten, macht nix und kriegt dann auch noch diesen Bonus. Schau mal, was in meinem ist. Alter, du hast ja irgendwie so ein Lego-Set oder sowas drin. Okay, Kasse. Ansonsten klingelt der Wecker, welcher sich in der Geldkasse befindet. Um es auszuschalten, musst du den Schlüssel holen, welcher sich auf der großen Rutsche befindet. Du musst die Geldkasse jederzeit bei dir tragen. Ich habe einfach nur noch, ich glaube, ich habe nur noch 8 Minuten drauf. Ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Noch 1 Minute. Du musst dich aus deinem Versteck begeben und dich neu verstecken. Aber muss ich es direkt machen? Weil es gibt Milch und Brot in der Küche. Ich muss erst in die Küche, dann kann ich es essen. Aber ich muss mich jetzt auf den Weg hier rein. Digga, es fühlt sich einfach an wie bei Saw. Aber props dir die Idee. Er ist einfach da am Schlafen und er macht halt so manchmal so irgendwie komische Grimassen oder Momente oder halt sagt er irgendwie was, weil er weiß halt nicht, was er tun soll. Weil eigentlich müsst ihr euch das so vorstellen. Also es hat keinen Sound. Guck so. Und der macht halt einfach so. Komm, ey. Let's go. Wir versuchen jetzt zuerst bei Maxi hochzugehen, weil ich glaube, es kann sein, dass er die Ohrstöpsel hat. Hier, super viele Leute haben gesagt, dass das so geplant war, dass das gescriptet war, aber das war wirklich Zufall. Nein, nicht Faker, ich habe das nicht gefaked. Das meine ich gerade ernst, das habe ich nicht. Dritter Prank, Bro. Kommt da jemand? Da ist die Rutsche. Oh mein Gott, bitte geht der Wecker nicht raus. Bitte hab ich nicht verkackt. Ich höre gar nichts. Da ist der Schlüssel. Oh mein Gott. Aber es dreht doch nichts. Die Außen geht los. Oh.
hat perfekt getimt. Oh mein Gott. Er ist wieder am Schlafen. Und weg ist er wieder, oh mein Gott. Was auch noch interessant ist vielleicht, aber dann nennen mich Leute wieder Faker, wenn ich das jetzt erzähle. Das kann ich nicht sagen, das werde ich auch nicht sagen. Das ist so unfair. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Oh mein Gott. Die werden noch ewig wegrennen. Wir haben immer noch Lars, Dima und TJ. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Okay, ich sag's dann. Es gibt Aufnahmen, die habe ich aufgenommen. Schaut euch das jetzt mal ganz genau an. Diese Aufnahme hier, die hat nicht Maxify aufgenommen. Weil er filmt sein Gesicht. Er filmt nicht nach vorne, er filmt sein Gesicht. Das ist auch super oft im Video, aber das hat nichts mit Faken zu tun, meine lieben Freunde. Guck mal, die werfen hier diese Bälle. Er filmt, Dima filmt sich selber. Und jetzt sieht man eine POV, eine Aufnahme von vorne. Und die habe ich gemacht. Weil hier sieht man auch, dass er sich gerade selber filmt. Und die Aufnahme habe ich auch gemacht. Es ist super oft so beim Versteckenspielen, dass Leute sich selber filmen. Heißt, die gehen dann irgendwie in deren Versteck rein und die filmen sich selber, anstatt die Umgebung zu filmen. Und dann ist es super schwer als Zuschauer Verständnis dafür zu bekommen, wie diese Halle aussieht und wo die gerade hinlaufen. Das ist genauso wie hier. Schenk, einfach nur machen kann. Ist Tim noch da vorne? Und jetzt hier filmt er sich die ganze Zeit selber. Er filmt sein Gesicht, wie er zu Tim läuft. Ich geh mal zu Tim. Und dann habe ich diese Aufnahme dann nachgestellt. Das hier habe ich alles aufgenommen. Ich habe nichts gefaked! Das alles nur fürs Verständnis. Ich habe dieses komplette Video. Ich bin nach diesem Dreh nochmal nach Düsseldorf gefahren und habe dann dieses Video, dieses Hide and Seek einfach nochmal nachgespielt. Ich bin dann die ganzen Routen, die diese Leute gelaufen sind, nochmal selber gelaufen, aber dann als POV, damit man versteht, wo die Kandidaten hinlaufen. Keine Spur, keine Spur, keine Spur. Ich hab's geschafft. Wir haben eigentlich nur noch 10 Minuten Zeit, weil dann ist meine Zeit um und ich habe noch immer niemanden gefunden. Oh mein Gott, Moritz, was soll das? Moritz, hey! Ich will nur in Ruhe eins verscheißen. Hey, warte! Spielstopp! Es gibt keinen Spielstopp, Alter! Ich will nur ein Slush-Eis! Du kannst hier nicht dein Slush-Eis machen! Du hast verloren, Bruder. Du hast mich richtig, richtig... Ich will nicht das Wort sagen, Alter, Junge! Das war's, Bruder, das war's. Aber gut gespielt, du hast mich richtig aus die Puste gebracht. Das war auch mein Ziel. Boah, aber Leute, das ist auch echt langweilig, wenn er mich nicht einmal gejagt hat. Ich glaube, ich gehe jetzt raus. Hier filmt Dima sich. Dima filmt sich. Und hier, die Aufnahme habe ich gemacht. Weil Dima die ganze Zeit sich selber gefilmt hat und man gar nicht wusste, wo er gerade hinläuft. Und dann habe ich diese Route, die er gegangen ist, einfach nachgestellt. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt sieht man wieder Dima. Hier geht es dahin, wo ich die ganze Zeit war. Digga, wie gut. Gut, dass ich da gerade draufgegangen bin. Ich komme. Hier rein. Oh, Digga. Ach du Scheiße. Wie bist du hier hochgekommen? Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich gehe ganz ans Ende, weil dann muss er sich entscheiden, ob er dann zu dir geht oder zu mir. Wollen wir hier runterrutschen? Du kannst dann runterrutschen? Lass zusammenrutschen. Aber wir warten auf ihn, oder? Und dann rutschen wir zusammen. Was macht er denn jetzt da? Er ist da hinten hingerannt. Junge, kannst du dich auch verstecken oder soll ich dich nur fangen? Elias, fang mich nicht. Du darfst mich fangen, wenn wir einmal zusammen rutschen. Dann darf ich dich fangen? Ja, versprochen. Okay, ich vertraue ihn irgendwie nicht so ganz. Komm, einmal rutschen. Wir versuchen es. Also wir rutschen einmal und dann darf ich dich fangen? Ja.
Das sieht auch so fake aus, ne? Weil Tim und Dima sich vor einer Sekunde dahingesetzt haben auf dieser Rutsche und Maxi fragt mich jetzt gerade, du darfst mich fangen, wenn wir rutschen. Aber es ist, also das ist noch so ein Zufall. Es war wirklich real. Okay. Da rennt wir. Kommen die gerade hoch? Los, Maxi, fall! Da ist runter. Ich kann nicht. Ich hasse euch alle! Das war eine Falle! Mein Plan ist aufgegangen. Das war nicht mein Plan. Ich mach Durchsage, Leute müssen sich nur noch hier verstecken. Die rennen ja jetzt schon alle weg. Also. Es war crazy, aber wirklich sehr, sehr, sehr spannend hat es das gemacht, wirklich. So, ich habe bisher nur Moritz gefangen. 4 sind noch übrig. Lars, Dima, Maxi und dann noch TJ. Ihr dürft euch alle nur noch in der ersten Halle verstecken. Nicht unter den Trampolin. Ihr habt 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Viel Glück. Ich kann nicht mehr. Ich will was trinken, unbedingt. Ja, ich brauche ein Eis. Digga, ich muss auch mal duschen. Okay. Dun, dun, dun. Ja, wo geh ich denn hin? Das ist meiner Sicht. Wenn er mich findet, hat er mich. Wo willst du hin? Ich verwehr's nicht. Wir müssen uns beeilen, Digga. Wir müssen hochklettern. Oh mein Gott, stimmt. Kommst du mit hoch? Ich glaube nicht auf dieselbe wie du. Soll ich dir helfen, kurz? Ich brauch nur, du musst da hingehen, Digga. Aber dann musst du schnell machen, Digga, ne? Wir haben gleich nur noch 1 Minute und dann bin ich... Schnell. Ich komm mit dir. Mein Ding, Mann. Und jetzt... Ich glaube, ich geh auf das Ding. Oh. Alter. Digga, guck mal, wo wir sind. Gut, dann lass mal die Leute suchen gehen. Ich komme! Hier muss ich jetzt leider sagen, dass jemand gescheatet hat. Jemand hat hier geschummelt. Es ist leider so geschehen, wie es geschehen ist. Also, wir gucken erstmal wieder hier so. Da hinten, Leute. Ich sollte so wie Tim machen, nämlich oben hinlegen. Oh mein Gott, ich bin einfach ganz hoch. Ja, das Ding ist, Lars ist hier unter der Trampolinhalle. Ich habe erwähnt, dass Leute sich nicht unter den Trampolin verstecken dürfen. Das hatte ich hier bei dieser Durchsage gemacht. Ersten Halle verstecken, nicht unter den Trampolin. Ja. Das Ding ist, ich glaube, Lars hatte das einfach nicht gehört, diese Durchsage, weil er ja da unten sich am Verstecken ist. Deswegen haben wir hier auch diese Fragezeichen eingeblendet, um halt nochmal zu visualisieren, dass er das nicht gehört hat. Und jetzt versteckt er sich ja trotzdem unter den Trampolin, der kleine Schummler. Du kleiner Schummler. Wolltest einfach nur die 1000 Euro gewinnen. Ja. Nein, aber bei Lars muss man auch sagen, dass er im Video erwähnt hat, dass er das Geld spenden würde. Ich weiß nicht mehr an welche Organisation, aber er hätte das gespendet. Von daher darf er schummeln. Hier sehe ich niemanden. Gucken wir hier ganz schnell. Da ist auch keiner. Da auch nicht da oben. Ich bin so stupid, ne? Wie ich einfach dran vorbeilaufe. Okay, dann. Und das Witzige ist, hier ist Tim. Da oben liegt Tim und ich bin gerade an Maxi vorbeigelaufen. Ich bin so dumm. Hier sieht man den. Guck mal, hier ist Maxify und da liegt irgendwo Tim.
Aber man sieht es auf der Kamera auch nicht. Also, man sieht es halt einfach nicht. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal bei den Trampolinen schauen. Hey, ich check's nicht. Wo sind... Also, hast du eine Idee, wo jemand sein kann? Also, hier ist ja niemand. Da oben? Genau in dem Moment gucke ich einfach weg. Es sieht so fake aus, aber ich schwöre, das ist nicht gespielt. Ist auch keiner da oben. Als ob. Okay, ich brauche von dir Hilfe. Du musst mir bitte helfen. Also, die dürfen sich nur in dem Bereich verstecken und ich habe alles abgecheckt. 100%. Du hast 100% alles abgecheckt. Er hat Tim gesehen, Mama, das hat Tim gesehen. Was machst du da? Wie habe ich dich nicht gefunden? Digga, es ist so stressig hier zu liegen, ne? Ich habe es einfach komplett übersehen. Geh mal weg da, Digga. Ich versuche hier hochzuklettern einfach. Du bleibst da, Moritz. Dann kann er eigentlich nicht wegkommen. Ich komme hier nicht hoch. Nein, er geht runter. Fang ihn! Wo seid ihr, Jungs? Helft mal! Das war's. Das war's, Bruder. Oh, wie gut gespielt, Bruder. Kann ich mehr. Mein Herz. Ich kann auch nicht mehr, ich bin am Ende. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Tim, so lange, wo ich bin. Und er war wieder über mir. Guck mal, wie ich ihn einfach nicht sehe. Und hier drunter ist Lars, unter der Halle. Das Ding ist, man kann es auch so sehen. Es kann sein, dass Lars diese Durchsage auch gehört hat, weil ich habe gesagt, nicht unter den Trampolinen. Aber eigentlich... ist Lars nicht unter einem Trampolin. Hier sind Trampoline, aber er ist halt unter Holz. Und ich habe das Video mit meiner Mama geschaut und sie meinte, dass es alles noch legit ist, weil er eigentlich theoretisch nicht unter einem Trampolin ist. Er ist halt unter der Halle. So könnte man es auch verstehen. Also kann sein, dass Lars es dann einfach falsch verstanden hat oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe halt gesagt, nicht unter den Trampolin, anstatt nicht unter der Trampolinhalle. Hat Lars halt Glück gehabt. Du kleines Schweini, du. Tim wurde gefangen, noch drei sind übrig. Er winkt dahin. Moos hat gerade in die Richtung gewinkt. Er hat in die Richtung gewinkt. Oh, mein Grammatik einfach so kaputt. Da? Oh nein. Hä? Ich check nichts. Das war. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ein starkes Versteck. Da muss jemand sein. Hallo! Oh mein Gott, warte! Warte, lass High Five machen auf Süß, ja? Bro! High Five! Korrekt, Bro! Gut gespielt, ja, Alter, Junge! Ja. Ich bin raus! Wurde Maxi gefangen? Ja, aber noch nicht. Maxi wurde gefangen. Es sind noch zwei Leute übrig. Diva und Lars. Ich meinte ja schon am Anfang, dass ich, falls ich gewinnen sollte, einem Kumpel ein echt gutes Geschenk mache, weil ich habe ihm immer noch nichts geschenkt. Er hatte am 4. August Geburtstag. Ich hoffe, dass du am 4. Geburtstag hattest, Kenny. Deswegen mach dir keine Sorgen. Falls ich das Ding hier gewinne, dann bekommst du was richtig Geiles. Irgendwas für deinen Computer oder so, was du einbauen kannst, was Neues. Oder, Digga, wir wollen doch in Urlaub. Wir wollen doch nach Thailand, Digga. Hat mir doch überlegt. Dann lass das doch vielleicht einfach in den Thailand-Urlaub stecken. Das lasse ich dich einfach entscheiden, Digga. Ich komme. Wir gucken mal wieder bei den Trampolinen. Mich hier oben nicht mal sehen. Wo hat sich Lars versteckt? Ich kann hier so rausgucken. Das ist ziemlich witzig. Habt ihr jemanden gefunden? Hast du mal rumgeguckt, ob da jemand liegt? Ich
würde vielleicht wirklich mal oben gucken mit dem Ding, vielleicht mal schon. Also da oben liegt jemand, oder wie? Es sieht so gespielt aus, ne? Ich weiß, ich war wirklich ein bisschen lost an dem Dreh. Weißt du, wo jemand ist? Nee, ich weiß nicht, wo jemand ist. Ihr verwirrt mich gerade. Nein. ich bin so dumm. Nein. Hör doch auf, Junge, schick ihn uns da oben. Okay, ich gucke oben. Weißt du was? Wir vertrauen einfach mal. Hier ist niemand. Nein, Alter. Du musst irgendwann mal da runterkommen, ne? Aber was ist, wenn ich einfach nicht runter will? Das war krass, ja. Aber dann werde ich hochkommen. Es ist nicht die Mühe wert, hier hoch zu mir zu kommen. Du weißt, wo Lars ist also. Das habe ich nicht behauptet. Junge, die unterhalten sich alle über mich. Wir suchen erst Lars. Er bleibt da eh oben. Bleib da. Ich hatte nicht vor zu gehen. Guck mal, da könnte noch jemand hinterstecken. Hier ist keiner. Okay, Dima? Ja? Ich werde da jetzt hochklettern, weil ich finde Lars nicht. Entweder du sagst mir, wo er ist, oder ich komme. Hey, die wollen, dass Dima sagt, wo ich bin. Also ich kenne Lars schon verdammt lang. Bestimmt schon, wie lange drehen wir? 3 Stunden? Ja. Also ich kann nicht jemanden, den ich so lange und schon so in mein Herz geschlossen habe, einfach verraten, Bro. Da ich bei Dima nicht hoch kann und Lars nicht finde, machen wir jetzt das große Finale. Beide haben 1 Minute Zeit, sich zu verstecken. Es geht los. Ehrlich jetzt? 1, 2, 3... 6, 7, 8, 19, 20. Ich bin schon übrig. 60, ich komme! Das kann ja nicht sein. Boah, Junge, das ist so spannend, ne? Das ist so krass, dieser ganze Dreh. Leute fragen öfter, wie lange ich Lars schon kenne. Ich kenne den seit 1 Jahr. Seit Gamescom letztes Jahr. Weil wir sind im selben Management und dann haben wir uns mal einfach so getroffen, sind dann zum Rhein gegangen, haben dann so ein bisschen gechillt, was gegessen, geredet, war alles lustig. Ja, dann, keine Ahnung, er ist ein cooler Typ und dann habe ich ihn einfach eingeladen, weil ich den mag. Kann sein, dass sie sich irgendwie krass versteckt haben in der Zeit. Wir gucken mal hier, ob da oben jemand ist. Sieht nicht so aus, aber es kann auch sein, dass jemand sich da hingelegt hat. Wir gucken trotzdem mal da oben, komm. Sollte das gewinnen, Bro? Ich gönn's dir. Das war ein kleines Versteck unten. Hier ist niemand? Wieder runter? Ich hab dich gehört, weil ich wusste nicht, wo du bist. Okay, hier sollte alles safe sein. Wir müssen da hinten sein. Da oben ist auch niemand. Hier ist auch keiner. Scheiße. Hey, wie verstecken die sich so gut? Guck mal da drüben nach. Hallo! Guck ihn dir an. Ich hab dich gefunden! Team hat gewonnen! Wow! GG, Bro. Ja, zu dir auch. Auf jeden Fall hier. Und damit hat Dima gewonnen, die 1000 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ey, so ein geiles Video, ne? Und hier, guck, ich habe auch wirklich die 1000 Euro überwiesen. Hab sogar Screenshots hinzugefügt. Danke nochmal an Zuru fürs Sponsoren vom Video. Falls ihr Interesse an den Blastern habt, ist der Link dazu in der Beschreibung.